Nationen und möchte Sie darauf hinweisen, dass diese Jugendlichen genau 2 Wochen Zeit hatten, sich erstens kennenzulernen und zweitens den heutigen Abend einzustudieren. Mein Name ist Felix Trobisch. Es ist meine große Freude und auch Ehre, Sie durch den heutigen Abend zu begleiten. Das war schon ein kleiner Vorgeschmack, ein ganz kleiner, auf das, was uns erwarten wird. Vorerst möchte ich nur um erste Grußworte bitten. Liebe Leos, liebe Gastgeberfamilien, liebe Gäste, dear participants of our Lions Camp. In honor of the participants of the youth camp, who are in the center of our attention tonight, I will hold my short welcome speech in English. As the governor of our district, I welcome you all to the final concert of the camp, which is called Sound of Music. It's a great pleasure for me that so many people follow the invitation to this event. First of all, I want to address myself to the young people on stage. Dear participants, I had the great pleasure to listen to your performances last Friday. And I'm sure you will also reach the audience this evening with your singing. As the title of the camp says, the main aim of this camp was music, and no doubt, music is the best way to bring people together. Now, the chance to give an award
to his wife, Gabi. Gabi, please. Die Gabi macht das ja schon, jetzt hätte ich bald gejobbt, Jahrzehnten. Aber seit vielen, vielen Jahren. Gabi, und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr du dich gerade in dieses Jugendcamp und seine Organisation eingebunden hast. Und dafür möchte ich dir wirklich namens des Distrikts den herzlichen Dank aussprechen. Und wenn jetzt... And a special thank goes to the man behind this camp, the camp director, Franz Mostel. Thank you.
werde ich nicht verraten, welche Nummer die Damen zum Besten geben werden. Der Stil ist fast unverkennbar. Ich präsentiere Emilia aus Finnland, Ida aus Norwegen, Heta aus Finnland und Michelle aus Österreich. Ja. Thank you. Viel Spaß. Thank you.
aus der Türkei an der Gitarre. Eska am Cajon. Pavel an der Fender. Evelyn wieder an der Violine. Und Mr. Diamantkorn. Ja, das sieht fast nicht gut. Etkin aus der Türkei. Thank you.
Giuliano aus Italien, gemeinsam mit unserem Teilnehmer Alberto aus Italien. Ein italienisches Fiat-Tour. Viel Spaß! Klassischen Musik und ich werde jetzt einen Hintergrund kennenlernen, warum unsere Damen das so schnell zum Beispiel nachdem wir ein Lied singen, das textlich vom Alphabet handelt, allerdings so wie wir es in der deutschen Sprache aussprechen. Ganz im Stil der Mozarts. Viel Spaß mit dem ABC. Oh!
wir wandern direkt von der Klassik nach Afrika mit einem neuen Solisten. David aus Spanien und dem Chor The Sound of Music Camps. Sierra Leone. Thank you.
von Georgien zurück oder rüber nach Hollywood. Und zwar hören wir jetzt von David aus Spanien. Please come to the stage. Und Umut ebenso aus der Türkei. Aus Hollywood. Water.
Adler, you are, it's the fifth time at the Sound of Music Camp in Austria. What's important for you? For me, the important thing is to have the opportunity to influence young people. So it is a platform where you can get to know people from all over the world who are in an age where they have the opportunity soon to change the world. So in order to plant the seed, it spreads all over the world. So I think the Sound of Music is especially a great thing in the world because music has such powers to connect people. So we connect and then we start spreading out seeds. And then those young people go to their home countries and to their neighborhoods and they keep the spirit alive that we give them here. And they think it's not the last one with you. I never know. Thank you. And Sarah, du bist heuer das erste Mal dabei, ja. Als Staff. Du kennst aber schon das Sound of Music Camp vom letzten Jahr, oder? Genau, letztes Jahr war ich als Teilnehmerin dabei. Und dieses Jahr hatte ich die große Ehre, dass ich gefragt wurde, ja, möchtest du in die Staff dazukommen? Und ich kannte Teil des Teams schon, die Athlon und Felix, und dann dachte ich, ach nett. Und dann kam auch noch der Bruno dabei und eigentlich bei unserem Vorbereitungswochenende habe ich dann gemerkt, ja, das passt richtig, weil wir alle einfach an einem Strang ziehen und in unserem Interesse immer einfach diese Offenheit, dieses Vertrauen und vor allen Dingen, auf Englisch würde man Empowerment sagen, also man möchte gerne die Jugendlichen dazu bringen, für sich zu sprechen, denen wahrzumachen, dass sie wirklich ihre Stimmen dafür nutzen können, die Welt zu verändern und dass jeder zählt, egal welche Probleme man hat, egal welche Sorgen oder Ängste, man darf einfach man selbst sein und das hat man dieses Jahr in dem Camp gemerkt, das war so besonders, weil einfach jeder für sich so eine tolle Person ist und alle einfach miteinander so viel Spaß hatten und wirklich, ja, inspiriert, denke ich, in die Welt gehen. Die eigenen Wurzeln vergessen. Viel Spaß mit Katharina Graniti aus Italien, am Saxophon, und dem Chor des Sound of Music Camps 2018. Thank you.
next song we're gonna hear is from a band which is actually one of my very most favorite bands, which influenced me also a lot in my music producing and music making. Ich werde dem Publikum nicht verraten, welche Band es sich dabei handelt, denn nach den ersten 1,5 Sekunden werden sie es wahrscheinlich selbst erraten. The only thing is that when I get asked why I like this band so much, I answer, this band is pure love, just like this camp. Enjoy. Meine Damen und Herren, wir fangen fort mit einer Chornummer, zu der es vielleicht wichtig wäre, vorweg ein paar wichtige Informationen Ihnen mitzuteilen. Sie kennen das für sich, also Sie drehen das Radio auf und Sie hören auf irgendeinem Radiosender eine Nummer und Sie kommen auch vor, dass Sie den Text gar nicht braucht. Man lässt die Musik auf sich wirken und dann ist es vielleicht dann auch ein fremdsprachiges Lied und hat einen vorzeitigen Text zu einem. Und es geht dann eigentlich runter. Und bei der nächsten Nummer ist es, glaube ich, sehr wichtig, diese Botschaft dieses Liedes zu verstehen. Denn das wird eine Nummer sein, die Sie sicher aus Radio und Fernsehen kennen, aber vielleicht kennen die wenigsten den Hintergrund dieser Geschichte. Es handelt sich bei dieser Nummer um ein Lied einer sehr populären Band oder Songwriter und Frontman der Band an einer sehr schmerzhaften Nervenkrankheit leidet und
Krankheit bekämpft oder konfrontiert hat. Und dass es nicht nur darum geht, dass man Schmerzen hat, sondern dass die einem auch dazu führen können, dass man an sich glaubt. Arrangiert wurde dieses Stück von Eirik aus Norwegen, den finden Sie ja nicht, denn der war letztes Jahr Teilnehmer, denn das ist zufälligerweise der Freund unserer Sarah Estelle. Ich wünsche Ihnen viel Spaß wieder mal mit dem kommenden Thank you very much for this amazing.
performance. By the way, Philip, the stage is yours. Yes. Thank you. Philip tritt jetzt zum eigentlich zweiten Mal in Erscheinung. Aber ich glaube, bevor wir uns auf das beziehen, möchte ich noch kurz unsere Solisten bei der vorherigen Nummer hervorheben. Das war der Erdke aus der Türkei. Edgar aus Estonien und Philipp aus Serbien. Katharina aus Italien. Und Emily aus Kanada. Also das mit Songwriting habe ich schon vorher kollabiert, muss man es ehrlich sagen, das ist viel schwerer, als man vorgestellt hat. Ich habe eigentlich immer nur vorne Mist geholt gehabt, das war immer gedacht, das ist nicht schön, das ist Spaß, Entschuldigung, den Ausdruck. Aber es ist eine große Herausforderung. Der Philipp hat mich in sein Buch einblicken lassen und es war eigentlich voll mit Songs. Und wie es beim Songwriting so oft ist, kann man die meistens vom tiefsten der Seele. Darum schaut es meistens ziemlich ungeordnet aus und ja, eigentlich kann man nur so dieses Feuer entwickeln, um Songs zu schreiben. Philipp, we thank you so much that you are sharing with us your self-written songs. Philipp Rivic from Serbia.
Thank you.
Oscar aus Dänemark. What a wonderful year.
The next performance we're going to hear is from Sarah aus Kanada. Und an der Seite Amelia Rum aus Island. So many places I guess it must be true.
Sieht, dass Matej für sein junges Alter schon von mir den Spitznamen, nachdem er aus Kroatien kommt, ist auch nicht, er ist nicht der Paganini, sondern er ist der Paganinic. Viel Spaß mit Matej! Thank you.
bewegen und langsam aber doch sich gerade ein. Wir haben jetzt eine letzte, ich würde es einmal Hardcore-Performance nennen, weil wir haben eigentlich gesagt, das Thema kam, Kimba Anton, dass er doch immer drin noch eine Solo-Performance machen muss, das wäre aber doch in einem Jahr. Alles ist eine Zeit. Die jetzige Performance, die Sie hören werden, ist aus einem gemischten Kleinchor. Und zwar haben wir hier die Ceren aus der Türkei, Sarah aus Kanada, Lisa aus Indonesien, Veronika aus Weißrussland, Belarus, Ella aus Finnland, Maria aus Estland, Stanislas aus Frankreich, Echer aus Estland und Claire aus USA. Die folgende Vorstellung, die Sie jetzt hören können, wurde von einem Mann aus Liverpool in den 70ern geschrieben und ich habe selbst über diese Nummer in letzter Zeit auch vor dem Camp viel nachgedacht und mir gedacht, naja, ein bisschen naiv ist das Ganze schon. Und eigentlich bin ich dann immer mehr zu dem Punkt gekommen, das war eigentlich ein gescheiter Bursch und der hat sich beim Schreiben dieses Nummer sicher sehr viel überlegt. Aber ich würde sagen, hören und vor allem sehen Sie selbst und jetzt möchte, glaube ich, die Dame noch was hinzufügen. Eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur das Mikrofon haben für die Solisten. Wir haben auch zwei schweigende Solisten dabei. Da müssen Sie ganz genau auf die Hände schauen, denn manchmal sagen Bilder mehr als Worte, manchmal sagen Hände mehr als Worte. Die Claire aus den USA, die kann ASL, American Sign Language. Und die war so lieb und hat uns in der Gruppe hier den Refrain von diesem Lied auf Zeichensprache beigebracht. Und was ich so interessant finde, manchmal gibt es Menschen, die sind Menschen, die gerne viel sprechen. Ich gehöre zu denen dazu, die gerne viele Worte nutzen, um das zu verdeutlichen, was sie meinen. Und mir war es eine sehr große Lehre, als sie den Text dieses Liedes übersetzt hat, denn da reichen drei Zeichen aus, um einen gesamten Satz zusammenzufassen. Und das werden Sie gleich selber sehen. Jetzt bringe ich das Mikrofon hoch und dann fangen wir an. Imagine all that we've lost.
Thank you very much. Thank you very much. Dear guests of our concert, before we sing our last song, it's on me to say thank you. Thank you to the Lions organization for supporting this camp and this camp will be. Thanks to Gabi and Fritz for inviting me to take over the musical direction at this camp. Many thanks, Gabi and Fritz. Many thanks to my four staff members. Sehr schwer für uns, denn das ist das letzte Lied und mit diesem Lied wollen wir uns von Ihnen verabschieden und schon ein kleiner Vorabschied für morgen in der Früh, aber wir ziehen das jetzt durch. We do it. So.
which we all so deserve.